Mr. Mike. Jo, hier ist Mr. Mike. Heute mit einem kleinen Spielzeug zum Basketballspielen. Einen Basketball-Rebounder. Für nur 34 Euro. Unten in der Videobeschreibung verlinkt. Es ist einer der günstigsten, die es bei Amazon gibt. Ich habe den schon echt jahrelang im Auge gehabt, aber nicht jetzt den wirklich. Es gibt ja von vielen anderen Herstellern solche Produkte, aber immer an Preis von über 100 Euro, 150 Euro, das wäre mir einfach zu viel gewesen. Ne? Skills lässt grüßen. Kennt ihr die Marke noch, Skills? Diese überteuerte Marke, habe ich schon so viele Videos von gemacht. Alter, ey. Und ich denke halt auch, ja, 34 Euro, da kannst du fast nichts falsch machen, wenn die Qualität stimmt. Und deshalb würde ich sagen, wir bauen das Teil auf und testen das mal ausgiebig. Und ich habe mir das jetzt natürlich auch gekauft, jetzt nicht nur um dieses Produkt zu empfehlen. Ich habe es von meinem eigenen Geld gekauft. Ich habe mit dieser Marke nichts zu tun. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wer der Hersteller ist. Nee, ich habe da einfach Sachen im Kopf, die ich gerne ausprobieren würde, von der kreativen Basketballseite aus betrachtet. Na, ihr wisst ja, ich bin Streetballer. Mit dem Ding kann man, glaube ich, ein paar coole, lustige Faxen machen. Und da bin ich gespannt. So. Okay, das ist schon mal Metall, das ist schon mal gut. Auf die Größe bin ich gespannt. So, das Netz hier. Überhaupt alles. Für 34 Euro. Es ist schon ein gewaltiger Unterschied, wie ich finde. 34 Euro zu 150 Euro. Ne? 150 Euro, aber ich kann es nur immer wieder sagen, diese Produkte von Skills. Wow. Ich will ja keine Marke schlecht machen. So, ne? Aber Skills, Alter. Alter, heftig, Mann. So, also Anleitung. Ja, kann ein wenig dauern, bis ich das zusammen habe. Obwohl, ja, ich bin ja auch. Wird das alles gesteckt? Das wird alles gesteckt. Eigentlich kinderleicht. Na, was brauche ich? Eine Anleitung. Ich bin gelernter Heizungsbauer. 6,5 Stunden später. Fertig wäre das gute Stück und ich würde sagen, wir testen das Teil draußen aus, oder? Auch natürlich nur so eine Sache, was wichtig ist, wenn du mit dem Teil durch die Gegend fahren musst natürlich, ne? Es muss in den Kofferraum passen. Daher ist das jetzt der erste Test, den wir machen, ab ins Auto, in den Kofferraum, weil sonst, aber ich glaube, das passt bei mir schon rein. So, wie ihr gesehen habt, geht es leider nicht ins Auto rein, ist zu groß, was jetzt auch nicht wirklich schlimm ist, weil man könnte es ja noch mal ein paar Mal auseinanderstecken, dann wird es schon reingehen. Was aber schlimmer ist bei dem Teil, was mir vorher schon aufgefallen ist und mir gedacht habe, ist nämlich das. Nicht, dass das Teil jetzt wegrutscht. Der Winkel stimmt nicht, der Ball kommt nicht hoch genug. Ich kann das Teil nicht weiter zurückklappen, dass der Winkel anders ist. Ne? Siehst du, der Ball kommt immer nach unten. Das musste ja jemand hier festhalten. Ja. Das ist eigentlich gut. Ja, das geht's echt besser. Richtig.
Schau, wie ich jetzt wieder nützlich bin. Cool. Wenn du mich nach 5 Minuten ablösen könntest. Musst du das machen, nicht stellen. Hallo, Papa. Musst du nochmal probieren. Du machst mal den Winkel ein bisschen niedriger. Schau, ja. Das meine ich. So muss es sein. Ah ja, gut. Perfekt, schau. Perfekt. Du bleibst super, aber gut. Leider nicht zu gebrauchen, zumindest nicht fürs Basketballspielen. Ihr seht ja, der Winkel lässt sich hier nicht weiter verstellen. Also bekommst den Winkel nicht so hin, dass der Ball schön hoch zu dir zurückkommt. Das funktioniert nicht. Ich finde das fast eine Frechheit, dass das versprochen wird, dass das auch für Basketball zu benutzen ist. Ist es nämlich nicht. Wie willst du das machen? Es funktioniert nicht. Das geht nicht. Ich baue es ab, ich schicke es zurück. 34 Euro. Ja, ich werde mal ein anderes holen, weil ich habe halt echt Bock, mit so einem Teil ein paar Faxen zu machen. Daher seid gespannt. Abonnieren, Glocke aktivieren, für weiteres Feedback geben, eure Meinung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Mr. Mark. Mr. Mark.